3 Tagen geht sie los, unsere Reise in die andere Welt. Es wird weder ein touristischer Pauschalurlaub noch eine sogenannte Rucksackreise. Nein, ein solcher Luxus hat keinen Platz bei uns. Auch die wenigen mir noch verbliebenen englischen Sprachkenntnisse kann ich getrost zu Hause lassen. Die würden mir dort sowieso null und gar nichts nützen. Wir fahren nämlich dahin, wo ein bleichgesichtiger Zweibeiner mit langer Nase noch als Exote bestaunt wird. Wenn dieser dann obendrein sogar noch sprechen kann, wie gesagt, Englisch gilt nicht, ist er die Sensation schlechthin. Doch zwischen Wiesbadener Haustüre und nordthailändischer Wellblechüberdachung liegen erstmal fast 24 Stunden Reisezeit. Willkommen zur Videoserie Thailand 2008. Am Montagabend, das ist in 3 Tagen, am 7. April 2008, geht's los. Da starten wir ab in Frankfurt und dann geht's über die Ülügülle-Staaten, ich weiß nicht, wo der Flieger genau lang fliegt, in Richtung Asien, genauer nach Südostasien. Und hier etwa am Golf von Thailand befindet sich Bangkok. Das ist unser Zielflughafen. Aber da sind wir noch lange nicht da. Von da aus geht es dann noch quer durchs Land. Der Flug wird ca. 10 bis 11 Stunden dauern. Und dann steht uns nochmal eine Autofahrt bevor. Von Bangkok nach Khon Kaen und von Khon Kaen dann nach Bandon Du. Das ist die Heimat von meinem Frauchen, von der Utit, da wohnen ihre Eltern. Hier sehen wir die Inlandsroute noch einmal etwas näher. Und zwar ist es vorgesehen, dass wir mit einem Kleinbus abgeholt werden. Da, was weiß ich, da werden wir mehr abgeholt. Ich werde ja abgeholt wie der Kaiser. Da kommen ja 15 Leute, das halbe Dorf kommt mit. Da geht es hier vom Bangkok Flughafen aus. Über Ayutthaya denke ich mir, das weiß ich nicht 100 pro, also das ist meine Logik, was ich mir jetzt aus dem Weltatlas ausgedruckt habe. Und dann geht es über Nakhon Ratchasima und die nach Khon Kaen. Khon Kaen ist die Provinzhauptstadt, die Provinz Khon Kaen. Von dort aus sind es dann nochmal ca. 60 Kilometer bis nach Bandon Du. Hier sehen wir jetzt nochmal den letzten Teil der Strecke von der Provinzhauptstadt zur Heimat meiner Frau. Ban heißt übersetzt Haus und Mu Ban heißt Dorf. Hier hat mein Spatzi gestern Abend schon angefangen, Geschenke einzupacken und ihre Lumpen zusammenzusuchen. Das sind so die Anfänge des Packens. Und ich will jetzt meine 7 Sachen auch zusammensuchen. Ich habe mir das alles viel einfacher vorgestellt. Das ist jetzt die Baustelle hier. Ich weiß nicht, ich brauche ja nicht viel. Das ist mein Köfferchen hier, der kleine da. Aber da, das sind meine Geschenke an die Kinder. Ja, ich weiß mir keinen Rat. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was sie mitnehmen will. Da ist ja auch noch hier im Wohnzimmer. Ich weiß auch nicht, was sie für Klamotten ihrer Verwandtschaft mitbringen will. Jetzt war ich mit der Tasche mal auf der Waage. Die Tasche wiegt 15,5 Kilogramm. Vielleicht auch 16, das ist ja Ungenauigkeit auch. Ja, und das sind so die Geschenke und Handtücher, was man braucht. Und in den kleinen, wie gesagt, da weiß ich auch noch nicht, wie viel Hemden, wie viele Hosen. Mir lang der kleine Koffer, aber der andere kam. Eieieiei. Ich bin mir völlig ratlos. Ich muss erst Spatzi abwarten, was sie mitnehmen will, was sie nicht mitnehmen will. Das kann ich gar nicht entscheiden. So, mittlerweile ist Spatzi heimgekommen. Nein. Sie hat mir schon gezeigt, was sie mitnehmen will und was sie nicht mitnehmen will. Gott sei Dank kann ich einen Koffer wieder
Verstauen. Alles da. Und was sortierst du denn jetzt? Du von mitnehmen hier alles? Nee. Nee? Ach so, das ist das, was ich nicht mitnehmen will. Naja. Hier habe ich eine Linsensuppe gekocht mit Bockwurst. Da habe ich extra gewartet, bis Spatzi heimkommt, dass wir zusammen essen können jetzt. So, dann haben wir jetzt hier, das ist klar, das sind die Geschenke. Den Sohn Otit. Für die große Tochter. Für die kleine Tochter. Für den Bruder und das für die Mami und Papi. Ich trinke jetzt den Abschiedskaffee. Das ist der Helmut, mein Kamerad, der uns zum Flughafen fährt. Und das sind die Koffer. Die großen das Hauptgepäck und die kleinen das Handgepäck. Dazu muss ich aber sagen, dass das hat 3 Tage gedauert, ehe das jetzt so vorbildlich ordentlich aussieht. Und jetzt geht es zum Schluss nochmal auf die Waage, bevor sie verladen werden. Ende. Herr Helmut kann in Ruhe noch den Kaffee trinken. Wir haben etwa noch eine Viertelstunde Zeit, bis wir losfahren. In 3 Stunden und 15 Minuten soll der Flieger regulieren. Und wenn ich da auf der Autobahn, dann ist es besser, wir fahren gleich. Da hast du recht. Jawohl, da mache ich jetzt keinen langen Federlesen und machen alles fertig. Los geht's. Es ist 6:45. Heute Morgen war sogar Schneegestöber hier. Und jetzt werden die Koffer verladen. Beim Helmut im Fiat Punto. Alles fertig. Wir haben die Koffer verladen. Ja, wenn du den Blödsinn da machst und da, dass jeder das mitkriegt, das ist mir klar. So, tschüss Wiesbaden. Da steht schon der Helmut mit laufendem Motor. Jetzt steige ich ein. Komisch, das ist so. So, wir verlassen jetzt Wiesbaden. Es geht jetzt aufs Schiersteiner Kreuz, zur Autobahn. Dann über das Wiesbadener Kreuz Richtung Flughafen Frankfurt. Der Flughafen rückt näher. Besser gesagt, wir rücken den Flughafen näher. Und das Sauwetter fängt an wieder. Dem werden wir entfliehen. Thailand regnet. Aber nicht so kalt. 2 Grad kalt Thailand. So, der Frankfurter Flughafen ist eine ewige Baustelle. Schon 3 Jahre her, wo ich letztes Mal hier war. Wir müssen hier zum Abflug an den Terminal 1. Bahnsteig C oder Flugsteig heißt es, glaube ich. Jetzt ist es nicht mehr weit bis zur Empfangshalle. Da darf man nur noch 30 fahren jetzt. Der Helmut hat noch 50 drauf. Abflug C, da oben. Abflug C müssen wir hin. Da ist die Thai Airway. Da ist die Boxengasse. Das ist die Boxengasse. Jede Menge Parkplätze frei hier noch. Jetzt werden wir uns erstmal so einen Wagen holen. Jetzt kann ich nicht mehr filmen. Jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass das Gepäck auf die Waage kommt. Also, bis nachher. Danke, Helmut. Ja, das war gut. Das ging ganz schnell mit der Gepäckabfertigung, nur mit den Sitzplätzen. Das hat nicht geklappt. Da müssen wir jetzt nochmal fahren. Da muss ich mich jetzt hier nochmal anstellen. Und fahren, ob wir da den Fensterplatz noch kriegen, den die mir vom Reisebüro zugesichert hatte. So, wir sind jetzt bei 10 Stunden unterwegs. Ich bin schwer genervt. Ich weiß nicht, was am Frieden schön sein soll. Das will anderen Leuten mal erzählen. Für mich, das ist der Kurve. Ich kotze es nur an. Schöne Aussicht, aber das ist auch alles. So, das ist der Flughafen in Bangkok. Wir müssen unser Gepäck noch holen irgendwo.
nicht nur einen Kilometer weit gelaufen. Das ist wohl auch noch eine ganze Ecke. Es sind 34 Grad hier. Ich glaube noch drei Strickjacken an, aber das möchte nichts. Jetzt haben wir hier Probleme bei der Einreise. Jetzt muss ich erst noch so ein Ding ausfüllen. Ich habe bis jetzt immer noch keine Zigarette geraucht, obwohl ich die Möglichkeit gehabt hätte. Da waren solche Kabinen, aber da hat man die Hand vor Augen nicht gesehen. So, sind wir jetzt abgeholt worden. Der Bruder. Mama, bitte nochmal. Ja. Ja, du hast die Hunger, okay? Okay. So, wir fahren jetzt durch die Stadt der Engel. Wir haben Kungte auf der Landessprache Bangkok. Hier sind wir gelandet mit dem Kuang Pin. Im Flugzeug. Ja, ja. So, wir sind jetzt nicht weit von Ayutthaya. Wir haben da jetzt erstmal Rast gemacht. Und jetzt wird verhandelt, ob es für mich einen Kaffee gibt. Das ist so ein kleines Restaurant an der Autobahn. Und ich bin erst noch hier. Das ist die Kuppe, ja. Das ist gerade so viel Kohlekoppe. Die Leute sind gleich. Doch mal probieren, dass hell genug ist, dass ich die Runde mit draufkriege hier. Wir sind jetzt abends doch noch in Bandundu gelandet. Oh, was heil! Und gegessen habe ich schon. Okay? Ja. Mit dem habe ich mich schon gut unterhalten. Schnapp schmeckt gut, Essen schmeckt auch gut. Ja, ist dunkel jetzt. Jetzt geht's zum Schlafen, jetzt geht's da die Treppe hoch. Da ist die der Schlafsaal. Jetzt machen wir eine Großaufnahme hier. Okay. Thank you. Number. Mappen Lailo Cup. Das sieht schon sehr abenteuerlich aus hier. Das ist die untere Etage von unserem Hotel, wo wir übernachten. Das ist jetzt in unserem Hotelzimmer in der oberen Etage. Die Deo mit allen ihren drei Kindern. Da kommt die Lot. Gucken! Das ist die jüngste Tochter von der Deo. Das ist Chaiwat, der Sohn. Und die Indi versteckt sich hier. Das ist die mittlere Tochter. Und das ist unser Schlafgemach. Im 5-Sterne-Hotel. Besser als Hotel. Da werden wir übernachten heute.